Also es darf eigentlich kaum einer sehen, wie wir vorher gearbeitet haben. Da haben wir natürlich hier ein Paradies. Ja. Ich bin Malte Clausen, ich bin Geschäftsführer und Inhaber der Firma VEH Solar- und Energiesysteme. Wir befinden uns ein bisschen südlich von Hamburg und wir betreiben ein Unternehmen für Photovoltaik und erneuerbare Energien. Ja, tatsächlich, die erste Planung ist in Stahl gewesen. Das war eben 2016. Und ich habe mich umentschieden, weil ich mich für Ligner entschieden habe. Also ausschlaggebend war mit, dass Herr Scheuch mich sehr gut beraten hat und eben die Tatsache, dass Ligner in der Lage war, meine Anforderungen an das Gebäude ohne jetzt größeren Aufwand zu leisten. Nun kommt hinzu, dass ich selber eine hohe Affinität zu Holz habe. Also mein eigenes Haus habe ich auch als Holzständerwerk gebaut und ich mag einfach Holz. Das war also jetzt kein Kriterium, wo ich sagte, das ist schlecht. Also ich habe deswegen sogar auf mich genommen, komplett neue Statik zu berechnen und komplett Brandschutz neu zu machen. Dabei habe ich mir festgestellt, einer der Vorteile, was ich nicht wusste, Brandschutz ist sehr viel einfacher mit Holz als mit Stahl. Damit war also klar, dass die ganzen Anforderungen, dass die ganzen speziellen Bedürfnisse von Ligner nicht irgendwas Neues ist, sondern eigentlich an der Tagesordnung. Und das hat mir Herr Scheuch sehr gut erklären können. Und das war mit ausschlaggebend, dass ich dann die Halle von Ligner genommen habe. Also es darf eigentlich kaum einer sehen, wie wir vorher gearbeitet haben. Wir sind in einem alten Wohnhaus im Obergeschoss gewesen und das war ein 70er-Jahre-Bau. Wir hatten nicht gerade die besten Bedingungen. Da haben wir natürlich hier ein Paradies. Im Lager freuen sich die Mitarbeiter, denke ich mal, deswegen, weil wir umgesetzt haben, auch das Lager zu beheizen. Also wir haben eine Betonkernaktivierung durch die ganze Halle. Und mit unserem innovativen Heizsystem, also diese Photovoltaik inklusive Thermie, wo wir die Wärmepumpe eben einsetzen, haben wir auch die gesamte Halle in den Heizbereich gelegt. Was übrigens auch eine wichtige Forderung unserer Förderung gewesen ist. Das ganze Gebäude entspricht damit einem KfW 40 Standard.